Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fiesta Online. Und der Emulator meldet sich vom Gaul, denn wir ziehen direkt los. Hier, ich bin mal ins Sandige gelaufen, oder geritten kann man sagen, und ich ziehe direkt los in Richtung brennenden Hügel. Denn dort haben wir ein paar Quests zu machen. Ich sehe gerade, ich habe keine Vita-Rolle mehr. Ganz schön blöd. Ich habe auch gerade keine auf Lager. Naja, springen wir mal rein. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. So, was haben wir hier denn an Quests? Erstmal hier, die goldenen Schleime. Die können wir auch hier schnell machen. Bumm, direkt mal die Rolle. Nice. Direkt die Rolle gedroppt. Ja, man sieht, ich habe nach der Prüfung etwas anders die Fähigkeiten geskillt. Ich mache jetzt ein little bit mehr Damage. Das gefällt mir natürlich, sieht man ja auch. Ich bekomme auch mehr gedroppt. Ich habe mal etwas halt jetzt draufgesetzt. Also das... Ui. Das ist nicht gut. Ja. Da ich so wenig Leben habe, gefällt mir das jetzt nicht. Jetzt geht's. Komm, hau rein. Okay, im Moment laggt ein wenig der Server. Naja. Oh ja, das laggt ein bisschen viel, würde ich sagen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass mich gleich ein Runtime-Error erwartet. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht gibt es auch keinen Runtime-Error. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was haben wir hier noch? Megaton, das ist eine WDH. Wir haben glühende Wölfe, die sind dorthin. Wir haben Babyfledermäuse. Dann machen wir mal die kleinen Fledermäuschen. Erstmal schießen wir uns hier jetzt den Weg frei. Und anscheinend hat es sich nochmal gefangen. Okay. So soll es eigentlich ja sein. Zack, patsch, direkt Blatt. Jetzt fängt es wieder leicht an. Naja, das bin ich aber irgendwoher ein bisschen gewohnt von Servern, von anderen Servern. Jetzt nicht Fiesta bezogen, sondern Minecraft-Server oder sowas. Bin ich ein kleines bisschen laggy-laggy schon gewohnt. Deshalb habe ich jetzt kein Problem mit kleinen Lags, mit etwas kleineren. Aber das ist schon... Das sind schon größere. Das sind schon größere. Und ja, das ist blöde. Besonders immer, wenn ich aufnehmen möchte. Die Auslastung des Servers ist nur auf Mittel. Nur auf Mittel. Der Rest ist alles auf Leichtauslastung. Weil Itzel ist im Moment, soweit ich weiß, der meistbespielte Server. Weiß ich gerade nicht. Vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen. Ich bin mir da jetzt überhaupt nicht sicher. Jetzt schnappen wir uns erstmal die ersten Wölfe. Und den Schleim wollte ich nicht haben. Durch die Lags macht es sehr, sehr schwer jetzt zu spielen. Auch für HP-technisch sehr, sehr schwierig. Aber wir bekommen das schon hin. Wir sind Profis. Da geht alles. So, und jetzt noch einmal den da. Seht ihr jetzt zum Beispiel mal ein Lag da? Ich habe Damage bekommen, obwohl der Mob schon tot war. Lags gefallen mir ja gar nicht. Aha, jetzt geht's wieder kurzzeitig. Ich weiß nicht wie lange. Ich hoffe zumindest, bis die Folge fertig ist. Weil so lässt sich viel, viel angenehmer spielen. Das laggt schon wieder ganz leicht. Okay. Schnell mal weg von dem Wolf. Direkt wieder draufhalten und die Lags gehen direkt weiter. Oh, oh, oh. Gamigo, was ist da los? So kenne ich euch gar nicht.
Bam! Denn hat's ordentlich gerumst im Hirn. Jetzt rennen wir mal einfach eine Station weiter. Gucken wir mal, was uns dort oben noch erwartet. Wir haben hier nämlich noch eine Quest, die wir hier erledigen ohne WDH. Das sind irgendwelche geheimnisvollen Dingensbummens. Und es laggt und laggt und. Oh. Es liegt nicht an mir, das kann ich direkt sagen. Es liegt auf jeden Fall nicht an mir. Ich möchte gerne wissen, woher ich das geheimnisvolle Zeug bekomme. Bestimmt von irgendeinem Keping. Also Grabräuber ist es mal nicht. Ich bin schon gleich da. Nur noch hier ums Eck. Ich sag's euch, das ist ein Keping. Wo geht's denn hier hin? Buch der Gier. Nein, nicht Hilfe-Button drücken. Bestimmt irgendein Dingens da. Wo ich überhaupt keine Lust habe. Ja, ich wusste es. Der rasende Keving. Ich wusste es doch. Jetzt gucken wir erstmal. Oh, ich mache immer sehr, sehr gut Damage. Holla, die Waldfee. Okay, ein bisschen da hinten gebackt. Okay, das macht sehr, sehr tricky jetzt. Aber einmal haben wir ihn. Geheimnisvolles Pulver haben wir hier. So, einmal haben wir ihn. Noch einmal abwarten. Oder droppt der Höhlenkäfig auch? Ja, halt, hier steht ja gar keiner. Ja, dann warten wir mal ganz kurz, ob der rasende Käfig jetzt ganz schnell spawnt oder nicht. Aber jetzt. Ich steige notfalls auf mein Hotühü, dass ich schnell wegreiten kann, falls was kommt, falls was passiert. Naja, warten wir mal so ein bisschen. Fahren noch ein bisschen rum. Gucken ein bisschen hier die Landschaft an. Oder wir können auch in der Zwischenzeit die Malon Megatons machen, die WDH. Können wir in der Zwischenzeit auch mal da oben auf dem Hügel machen. So kriegen wir zumindest die Folge mit irgendwelchen Aktivitäten voll. Nur damit ich nicht jetzt 5 oder 10 Minuten hier auf einer Stelle rumstehe. Nein, dann, jetzt können wir sie hier fertig machen. Aber es laggt immer noch. Ui, ui, ui. Nur noch einmal Feuer. So, den haben wir. Mal sehen, wie lange es dauert. Oh. 8 Megatons. Bom. Der wurde gefeuert. Einmal vereisen, einmal den da und nochmal den da. Hier brauche ich nicht mehr. Bin ich froh drum. Nein. Du sollst hier runter und dann den angreifen. Bam. Das Längen ist so hart. Ich denke, nach der Folge werde ich einen kurzen Relog machen. Mal sehen, ob es dann besser wird, wenn nicht. Oh, shit. Dann wird das heute nichts mit meiner ersten Aufnahmesession. Aber ich will unbedingt Fiesta aufnehmen. Da ich es zwangsweise aussetzen musste, weil ich mich um einen ganzen Tag vertan hatte. Und deshalb am Sonntag keine Folge kam. Hab nur bis Samstag vorproduziert. So, wir geben mal direkt ab. Gehen erstmal raus. Ah nein, wir geben noch gar nicht ab. Wir reiten jetzt mal nach unten. So, hopp. Und gucken, ob unser Freund Kevin wieder da ist. Weil dann machen wir den auch nochmal schnell. Und dann können wir ja alles auf einmal hier abgeben. Malon Megaton, diese WDH werde ich auf jeden Fall wiederbekommen. Warzone? Level 2, okay.
Na, wo ist er? Rasender Keebing. Da ist er. Da ist er. Da oben tanzt er herum. Er kommt herunter. Ich visiere ihn an. Treffe ihn. Und jetzt wird er klein gemacht. Ah, jetzt geht's wieder so kurzzeitig. Boom. Magier-Oberteil bekommen. Nice. Und das geheimnisvolle Pulver haben wir auch fertig. Jetzt gucke ich erstmal, was dieses Oberteil kann. Na okay, das 30er Oberteil hier, das ist jetzt nicht wirklich das Beste. Aber naja, jetzt haben wir immerhin gratis Oberteil. Wir geben die Quests ab. Wolf abgeben. Ja, was brauche ich jetzt? 10 glühende Wölfe. Okay. Mal weiter, seltenes Material 3 abgeben. Dann haben wir verfügbar. Seltenes Material 4, geheimnisvolle Anhänger. Na, wo bekomme ich den her? Malone. Oh oh. Da muss ich den großen Malone nochmal machen. Da werde ich mir aber auch nochmal Unterstützung holen. Also ganz alleine möchte ich den jetzt wirklich nicht machen. Aber die WDA bringt schon viel. Ja, das muss ich so abgeben. Das kann ich so abgeben. Oh, wir haben einiges. Aber die meisten bringen jetzt relativ wenig. So, noch eins. Übung, Magiebücher. Das war's schon mit allen Abgaben. Oh, nein, wir haben noch mehr. Grünling habe ich immer noch. Übung 2, handgreifliche Magiebücher. Okay, nehmen wir gerne an. Zack. Jetzt Map. 3 Stück. Davon kann ich 2 machen. Bei Malone hole ich mir, wie gesagt, Unterstützung. Flüsterchat, keine Nachrichten bekommen. Ja, ist ja auch kein Problem. Warum laufe ich eigentlich? Ich habe doch mein Hühot. Na los. Reite mit mir davon. Einmal steil nach oben zu den Malon Megadon, zu den Bogenschützen. Und es laggt schon wieder. Eieieiei. Okay, ich werde wirklich das machen mit dem Reloggen. Mal sehen, ob das was bringt. Bop. Oh, okay, das ist sehr, sehr viel Damage. Ah, was? Er ist nicht tot? Na gut, dann ist er jetzt tot. Schwupp. Aber er fällt auch direkt um. Also. Bupp. Auch wieder direkt umgefallen. Na, jetzt wird er nicht direkt umfallen. Ich werde Adalas eher seltener einsetzen. Ich kann euch mal zeigen, was passiert. Adalas. Passiert jetzt gar nichts. Doch, hier, seht ihr. Es zieht ordentlich Lebenspunkte ab. Für Mana. Adalas werde ich daher, denke ich, eher ganz, ganz wenig verwenden. Weil das ist einfach so eine Fähigkeit. Verwende ich eigentlich überhaupt nicht. Habe ich bei meinem alten Magier auch nie verwendet. Werde ich auch bei dem hier nie verwenden. Noch den einen Malone Megaton. Pam, der war One-Hit. 1000 Damage. Auf einen Schuss. Wir geben auch die WDH wieder ab. Dürfte auch wieder gut EP bringen. Achso, Belohnung auswählen. Ja, Mana. Na? Naja. 200 Erfahrung ist es auch nicht das Gelbe vom Ei. Naja, dann begeben wir uns mal zu den glühenden Wölfen. Mal sehen, ob die uns mehr bringen. Was ich natürlich auch so ein klein wenig hoffe. Mit dem nämlich auch noch wenig bringen. Wow. Seit wann sind da unten Mobs stand? Richtig blöd, im Eck hat der jetzt gestanden. Und ich... Ah, Mann, diese Lags. Muss das wieder laggen hier? Naja, egal, müssen wir damit auskommen, diese Folge. Ah, das ist aber, glaube ich, gar nicht so tragisch. Weil das ist ja überhaupt nicht so schwer, so laggy zu spielen. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Aber ich... Das geht eigentlich für mich.
haben wir uns tatsächlich an dem Schleim vorbeigeschlichen. Jetzt müssen wir erstmal warten. Kommt der? Der kommt. Gut, dann will der nämlich auf den Deckel. So. Brauche ich 10 von euch. Wo finde ich denn jetzt 10 glühende Wölfe? Muss ich doch hinten rauslaufen. Da gibt es nämlich nur glühende Wölfe. Ah ja, dann sind wir hier jetzt aber genau richtig, genau dort, wo ich hin wollte. Nice, perfekt. Aber halt ein klein wenig immer noch laggy. Naja, da. Ich werde sie mal nicht anschreiben. Eventuell muss ich auch nur das Spiel restarten. Das kann auch daran liegen, dass mein Internet im Moment total für den Arsch ist. Weil ich glaube eher nicht. Na, seht ihr, es geht schon weiter, es geht schon weiter. Naja, aber wir haben immerhin schon die Hälfte der Wölfe fertig. Dann wird die andere Hälfte auch kein Problem. Pum, Feuerball. Den eisen wir und den blitzen wir nochmal. So, danach brauchst du noch zwei und diese zwei sind da drüben, da hinten dran. Soweit ich weiß. Bam, ich mache einen Haufen Damage. Was habe ich denn hier anders gemacht? So, ich bin voll Wind gegangen. Das kann gut sein, dass deshalb mein Damage so hoch ist. Oh, nicht gekillt? Naja, dann stirbt er jetzt halt. Eisen, Blitzen, Rennen und dann Blitz. So, dann haben wir die glühende Wölfe auch fertig. Begeben uns aus dem Gefahrengebiet. Werden so langsam in Richtung Pulsarenkammer marschieren. Weil in der Pulsarenkammer haben wir noch haufenweise Quests von Skeletten. Und da kommt man ja relativ einfach hin. Deshalb würde ich sagen, wir laufen Richtung Pulsarenkammer. Teil 1. Es gibt noch Teil 2. Aber Teil 2 ist eher für die Bereiche, ich glaube, wenn ich noch richtig bin, zwischen 30 und 40. Ich weiß aber nicht mehr. Egal, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall jetzt erstmal Richtung Nebelwald. Dann durch den Nebelwald, über die Brücke, in die Pulsarenkammer und in der Pulsarenkammer wird dann Action gezogen. Summ und dupp. Da sind wir durch. Kurzer Lag, weil erstmal alles laden muss. Oh, und dann, wie gesagt, über die Brücke mit wunderschöner Nebelwaldmusik geht es nach unten in die Pulsarenkammer. Wenn es denn läuft, weil eben wurde ich wieder zurückgesetzt. So und Pulsarenkammer, da sind wir. Was brauchen wir denn alles? Höhlenkäbinge, dreimal. Dann Skelette, Skelettkrieger, Skelettbogenschütze, habe ich schon mal angefangen gehabt. Silberschleime, diese WDH. Dann Skelettsoldaten und das handgreifliche Magiebuch. Na, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, da das handgreifliche Magiebuch hier am allernächsten ist, fangen wir auch damit an. Greife ich irgendwas an? No. Gut, dann fangen wir mit dem an, mit dem Büchlein hier. Ist sogar fast One-Hit das Buch. Okay. Nicht mitgerechnet, dass ich so stark bin. Können auch, glaube ich, direkt hier rein, wenn dann der Höhlenkäfig da ist. Ich sehe ihn aber nicht. Das heißt, einmal die Treppe nach oben. Hoppala, kurz rausgetappt. Und wenn ich die Treppe oben bin, hier ihn hier erledigen, den kleinen Furzier. Aber der ist ja schnell platt, Freunde. Der ist richtig schnell platt. Summ, weg ist er. Braucht ihn aber dreimal. Ich warte jetzt aber auch nicht die ganze Zeit, bis der dreimal spawnt.
sondern mache auch noch hier hinten meine Skelette mit. Mache hier mein handgreifliches Magiebuch mit. Und das alles auf einmal, so wie es nach meiner Regelung, wie ich spiele, sein soll. So, hauen wir das dritte Skelett, dann kommt schon das vierte und so weiter, bis wir 8 Skelette haben. Ich habe leider noch keine Nova. Hätte ich eine Nova, würde ich es einfach hier reinschmeißen, ohne zu zögern. Und einfach sagen, tschüss meine Lieben, ich habe die Quest abgeschlossen. Aber das habe ich ja leider nicht, das kriege ich erst mit Level 60. Und ja, so lange müssen wir uns leider noch gedulden. Aber Level 60, wenn wir uns richtig ranhalten, ist das schnell gemacht. Schauen wir mal, Höhlenkäbing oder handgreifliches Magiebuch. Jawohl, das Magiebuch ist wieder da. Na, dann töten wir das Magiebuch und wenn dann der Käbing wieder da ist, dann töten wir auch noch den Käbing. Schwupp. Oh, ältere Rolle. Meins. Alles meins. Der Höhlenkäbing ist immer noch nicht da. Doch, da ist er. Genau den, den wir brauchen. Es ist so unglaublich, wie schwer das ist, mit den Lags zu spielen. Das war noch nie so schwer für mich. So, jetzt suche ich mir noch einen neuen Höhlenkäbing. Ich guck mal, ob jetzt da drin noch einer ist, ob der da drin jetzt steht. Ah, und da ist der Juwelengrabräuber. Da ist der Höhlenkäbing. Jetzt greift mir erstmal so ein blödes Magiebuch an. Das eh Schnellblatt ist. Da hinten ist mein letzter Höhlenkäbing. Dann ist diese Quest abgeschlossen. Ich versuche in dieser Folge, obwohl die sich schon richtig schnell dem Ende neigt, auf Level 26 zu kommen. So, das haben wir abgeschlossen. Soll ich jetzt noch da hochlaufen? Na, das Hochlaufen machen wir in der nächsten Folge. Jetzt geben wir erstmal hier ab. Das brachte ja kaum was. Also das wird nichts mit Level Up. Freunde, das wird gar nichts. Übung 2. Das wird aber nichts. Nein. Das wird nichts, dann müsste ich noch ein paar Quests machen. Ich guck gerade mal. Schlaflos, das muss ich so abgeben. Soldat, wie viel bringen die? 1900, das bringt ja auch kaum was. Gucken wir mal, wo sind die Skelette? Hier, was bringt das? 1800, naja. Naja, laufen wir trotzdem mal hoch. Hier ist ein Krieger, den brauche ich. Sehen, kann ich ihn durch die Wand holen? Ja, kann ich. Er wird auch jetzt durch die Wand kommen. Platt ist er. Muss ich den noch platt machen? Am Buch vorbei. Am Juwi hier vorbei. Ihn hier killen. Oh Mann, jetzt habe ich das Buch am Hals und ein Skelett. Ich mache mich vom Acker. Oh oh, ich bugge. Freunde, ich bugge. Warum auch immer jetzt eben angefangen hat zu buggen. Keine Ahnung, was da eben los war. Ich muss mal eine schnelle Runde hier laufen. Weil gegen die alle habe ich keine Chance. Ich begebe mich Richtung Ausgang und bringe mich damit in Sicherheit zum Ende dieser Folge. Die dann nach über 25 Minuten auch mal vorbei ist. So, guck mal, wer von den Freunden ist und niemand. Bin ganz allein.
Aber sagen wir mal so, es ist schon zu später Zeit, also. Kann man irgendwie schon verstehen, dass ich jetzt alleine bin, weil irgendwie. Ja, andere Leute wollen auch noch schlafen. So, wir stehen im Nebelwald. Ich verabschiede mich für die Folge Fiesta Online. Danke, dass ihr euch auch angeschaut habt. Lasst ein Like da, eventuell ein Abo, wenn ich euch überzeugen konnte. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fiesta Online wieder. Bis dahin, reingehauen, Freunde. Ciao, ciao.